Jetzt geht's los. Hallo. Jetzt sind wir schon. Wir sind schon. Wahnsinn. Yay. Aber ich muss hier natürlich mitgucken. Ne? Können wir dann lesen? Damit ich eure ganzen Kommentare lesen kann. So. Hallo. 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 Wow. Wow. Geht richtig ab hier. Geht richtig ab. Also, wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid. Ja. Und wir wollen ein bisschen Zeit mit euch verbringen und wir wollen auch eure Fragen beantworten, falls ihr welche habt an uns. Richtig. Außerdem wollen wir anteasern. Heute Abend müsst ihr gucken und morgen natürlich auch. Es gibt ja natürlich die Waldstory, wo Izzy ganz alleine in den Wald gegangen ist, um Fotos zu schießen und dann einen klitzekleinen Unfall hat und dann kommt sein Boyfriend und macht ihm den Aufenthalt so angenehm wie möglich oder auch nicht. Er rettet ihn. Ja, klar, aber es gibt so kleine Streitigkeiten, ne? Ich sag nur, dürfen wir das schon verraten? Ja, klar, doch, sehen wir gleich. Naja, nicht so viel im Detail, aber so ein bisschen. Es geht um ein Tier. Ja, ein ganz, ganz, da ist das Tier. Ja, und um ein Foto, ja. Und um Fische. Und um Fische. Und um Liebe. Und den nächsten Bäcker. Aber mehr verraten jetzt nicht. So, was haben wir denn hier? Genau. Kompliment erstmal an euch. Es macht Freude, euch zusammen spielen zu sehen. Ihr harmoniert super. Die Ringsy Story ist nicht zu toppen. Bitte weiter so. Es geht runter wie Öl. Ne? Juhu! Warte mal, ich setz mal meine Brille wenn auf. Wenn ich morgens um 6.30 Uhr mal aufstehen muss, ne? Um ins Studio zu fahren. So eine richtig schlechte Laune. Oh, hello from Ecuador. Hola. Hola. Besos y abrazos. Das habe ich jetzt gelernt. Besos y abrazos. Egal in welchem spanischsprachigen Land ich demnächst unterwegs bin, ich sage mir nur hola, besos y abrazos. So, jetzt aber was? Vorher sagst du hoffentlich noch Getal. Ja. Und sowas alles. Okay. Sag mal. Wart ihr überrascht, als ihr erfahren habt, dass aus Ringo und Izzy ein Paar wird? Oh ja, klar, natürlich. Ja. Ich war also, sehr überrascht. Ich weiß nicht, viele waren vielleicht nicht so überrascht, weil man gedacht hat, okay, Izzy entdeckt jetzt so die Homosexualität. Mit wem kann er denn wohl zusammenkommen? Aber ich hoffe, das ist ganz gut umgesetzt worden. Die nächste Frage ist, was ist eure Lieblingsszene von Ringsy? Das musst du sagen. Was haben wir denn in der Ausstrahlung? Ich darf ja natürlich noch keine Szene sagen, die noch nicht ausgestrahlt worden ist. Aber auf jeden Fall sind meine Lieblingsszenen die, in denen wir uns streiten und dann wieder vertragen. Ja. Und wenn, also mir hat auch ganz besonders gut gefallen, als Izzy so langsam anfängt, mit seiner neu entdeckten Vorliebe für Männer cool umzugehen, und Ringo und Izzy als Paar sozusagen auch als Team in der Öffentlichkeit auftreten. Und damit auch so ein bisschen kokettieren und da so ein bisschen sich selbst so ein bisschen hochnehmen. Das finde ich eigentlich immer sehr, sehr witzig. Das macht auch Spaß, mit dir zu spielen. Ja. Das sag ich auch nicht so oft. Jetzt kann ich es mal sagen. Genau. Seid ihr auch privat befreundet? Ja, geht so. Also wir verstehen uns. So, was haben wir noch? Hola, muchos besos y abrazos. Na klar. Please speak a little bit of English. Could we do that? Don't know about that, but... He speaks better than me. But maybe someone uploads the video and puts subs on it. Oh yeah, that would be great. So we wouldn't have to struggle with our accent and our bad calling German out English. To the Tumblr community. Yes. Hi. Yes. Hello from Mexico. Hallo. Hola Feos. Was auch immer das heißt. Ja, ich hoffe, es war kein Schimpfwort. Das könnte sein. War es schwer, in die Serie zu kommen? Ja, Lars, erzähl mal. Wie viele also Jahre vor 13 Jahren bin ich in die Serie gekommen. Ganz normal Casting und dann Zusage bekommen, ne? Ja, dann Hi from Canada sehe ich hier. Mhm. What fan art would you guys like to see? Oh, es gibt tolle YouTube-Videos, wo man dann immer so unsere Blicke, die wir uns manchmal so zuwerfen, die ich gar nicht mitkriege, aber es gibt ganz tolle Fans, die schneiden dann so in Slow-Mo auf YouTube zusammen und das sind so ganz tolle. So ganz nonverbal, einfach nur Blicke schneiden, mit toller Musik unterlegt. Ansonsten finde ich auch immer ganz toll Zeichnungen. Also ja, Leute sind super kreativ, tatsächlich. Was hört ihr für Musik? Ich höre gerne
manchmal Ballermann-Musik, muss ich ganz ehrlich gestehen. Damit gehe ich auch den Leuten im Studio hier manchmal auf die Nerven, wenn ich dann wieder morgens reinkomme und singe, geh mal Bier holen. Aber das wollen meistens wir nicht. Meistens singt er das zu mir. Wollen wir nicht weiter ausbreiten. Ja. Und ich mag alles außer Heavy Metal und Schlager. Heavy Metal ist anstrengend. Ja. Bisschen. Mach weiter jetzt, wir haben keine Zeit. Könnt ihr mich grüßen? Ich heiße Feli. Hallo Feli. Abgehakt. Wir können nicht jeden grüßen. Seid ihr Fußballfans? Wenn ja, welcher Club? Oh Lass. Gott, ja, Real Madrid, ne? Upsi! Tschüss, Bayern. Nein, ich kann mich dazu nicht äußern, weil unser Disponent, der ist großer Bayern-Fan. Genau. Und selbstverständlich sind wir deswegen auch Bayern-Fan. Ich habe 10 Jahre in Düsseldorf gewohnt, deswegen habe ich Fortuna Düsseldorf immer angefeuert. Sind sie nicht gerade abgestiegen? Nee, die steigen gerade auf. Ach stimmt, Köln steigt ab. Ja. Jetzt nicht noch tiefer in die Wunde. Oh, oh, okay. Also, ich finde die Geschichte zwischen euch klasse und hoffe, Ringo meint es weiterhin ernst. Tja. Tja, das hoffe ich mal auch. Das ne? darf ich natürlich noch nicht verraten. Wie findet ihr selbst die Ring the Story? Und was würdet ihr euch für die Zukunft für die beiden wünschen? Och, also ich würde mir wünschen, dass das noch lange geht und dass man so eine richtig schöne Beziehung sieht mit allen Höhen und Tiefen, die vielleicht auch noch in Hochzeit endet und Adoption. Ich würde mir... Ja. Das höre ich zum ersten Mal. Aber gut. Timo hier, ne? Das ist immer so ist, ne? Du, Ringo muss ja nicht dabei sein, ne? Also wenn er nicht will, dann ist es halt so. Ich würde mir wünschen, dass Easy und die ganzen anderen Leute vielleicht in der Dach-WG den Ringo irgendwann mal dazu zwingen, ihm so eine richtig schöne Liebeserklärung zu machen in aller Öffentlichkeit. Ja, weil, also dem Easy? Ja, weil der Ringo ist ja immer so ein sehr, ne, so, immer so ein bisschen Stock im Arsch und so, ein, sehr, so richtig romantisch sein, so richtig süß. Ja, aber dann auch nur einmal und dann reicht das. Ich glaube, der Easy, ja, weiß nicht, ob der es so gut findet. Meinst du, der findet es so gut? Wahrscheinlich so würde der im ersten Moment so vor Scham im Boden versinken. So. Oh mein Gott, was passiert? Nein, aber es wäre schon süß. Doch. So, wer sind eure Lieblingskollegen? Klar, alle sind geil, aber wer sind die geilsten? Ja, wer sind die geilsten? Oh Gott. Ich mag eigentlich gar keinen. So, das, ist so. Das ist schon wirklich eine ziemlich coole Truppe. Wir haben natürlich so ein paar Idioten. So ein bisschen wie in der Schulklasse. Ich würde sagen, genau. So ein bisschen wie in der Schulklasse. Wir haben Pausenclown, genau. Wir haben die Streber, wir haben die Rowdies. Genau. Wir haben die mit den dicken Autos. Richtig. Ich gehöre nicht dazu, Lars auch nicht. Dann haben wir natürlich die, die nie ihre Hausaufgaben gemacht haben. Auch davon gibt es einige. Oder zwei. Und dann haben wir aber die Leute, die dann trotzdem mit Talent noch das überdecken, dass sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Wow. Ja, habt ihr Haustiere, also privat, nicht der Stinker vom Kotzmeister? Ich nicht. Ich habe auch keine Haustiere, aber ich hätte gern einen Hund, wenn ich Zeit dafür habe. Man muss ja immer für Tiere Zeit haben, ne? Stimmt, deswegen. Und vielleicht eine größere Wohnung, vielleicht noch einen Garten dazu. Dann sind Hunde bei mir okay, aber so in einer kleinen Wohnung ist so ein Hund nichts. Jedenfalls nicht für mich. Wäre cool, wenn Ringo mal richtig süß zu Easy wäre mit Candlelight Dinner und viel Romantik. Guck mal. Oh. Ja. Aber wie gekocht hast, hat der Ringo aber schon für den Easy. Ich glaube, der kann nicht gut kochen. Ist ja egal, der Wille zählt. Der Wille zählt. Ah, so. Dann haben wir hier, wow. Da Ring the Wedding. Ring the Wedding. Ja. Ring the Wedding, any thoughts? Welche Farbe? Thumbs wir, up. Welche Farbe würden wir nehmen, so als Thema? Gibt es nicht mal so ein Farbthema für eine Hochzeit? Hast du dir ja schon Gedanken gemacht? Ah, ich würde alles in Creme halten, tatsächlich. Creme. Nicht Elfenbein? Also, nee. Eher Creme. Creme. Was macht die Story für euch so besonders? Ist hier eine Frage. Mhm. Also, ich finde es besonders, weil es, glaube ich, vorher keiner gedacht hätte. Weil Ringo und Easy waren ja vorher immer so ein bisschen so Bitchfight-mäßig am Start und haben sich gerne mal ein bisschen Stöcker zwischen die Beine geschmissen, könnte man sagen. Und ja, ich glaube, so vor einem Jahr hätte das tatsächlich noch keiner gedacht. Das hat auch uns überrascht. Ja. Das passiert immer noch. Was war euer schönster Drehtag, also von der Story und dem Spaß her? Oh Gott. Ich glaube, die witzigsten Szenen sind eigentlich immer so die mit sehr vielen Personen im Bild. Also wenn wir zum Beispiel so Partys feiern im Schiller oder so, dann sind da ja immer sehr viele Schauspieler zusammen.
Und das ist sehr lustig, aber manchmal auch sehr anstrengend. Weil dann fängt der eine an, einen Lachkrampf zu kriegen, und dann kriegt der andere einen und dann können die irgendwie nicht mehr aufhören. Und es ist auch ein bisschen so wie in der Klasse, wenn der Lehrer mal was kopieren gegangen ist, würde ich sagen. Timo ist hier heute voll auf dem Klassentrip. Ja, ich habe so ein bisschen gerade. Ne? Ja, man muss es halt vergleichen. Unsere Regisseure sind dann Mathelehrer und ja, Biolehrer. Es gibt Lehrer, die mögen wir. Es gibt nur Lehrer, die mögen wir. Jetzt nur Lehrer, die hat er gut die Kurve gekriegt. So, jetzt mach weiter. Wir haben ganz tolle Lehrer. Bist du in echt auch so schlau wie in der Sendung als Ringo? Das können wir klar verneinen. Er ist klar. Schlauer als Ringo. So. Vermisst ihr Barbara so sehr wie ich? Die Babsi? Ja, die vermissen wir. Mhm. Die ist, glaube ich, gerade in Rom. Ich habe vor 2 Tagen mit ihr geschrieben. Ja, dann kann sie ja mal bald wieder hierher kommen. Grüße, Babsi, wir vermissen dich. Ja. So. Das wäre doch auch schön, weißt du, Kira kommt zurück und sieht, ihr Bruder hat sich verliebt und die denkt, krass, was ist mir passiert? Die so, what? Kann man dich nicht mal 2 Jahre alleine lassen? Ja. Ja, siehst du, der Easy konnte auch mit Ringos und Kiras Eltern ganz gut. Die gibt's ja leider nicht mehr. Nee, die sind tot. Ich glaube, die hätten es ganz toll gefunden. Ja. Hier ist noch eine Frage, welche Rolle würdet ihr bei Unter uns gerne mal für einen Tag übernehmen, wenn ihr könntet? Also, in welche Rolle würdest du gerne schlüpfen? Ich tatsächlich ein Zwischending aus Tobias und Ringo, weil ich dann so ein bisschen den Geschäftsmann Easy raushängen lassen kann. Mhm. Ich glaube, ich würde gerne mal Claudel spielen, weil ich würde gerne mal in der Lage sein, so schnell zu sprechen. Ja. Ich finde das Wahnsinn. Mir ist das unbegreiflich. Ich finde das toll, aber ich würde es gerne auch mal können. Deswegen würde ich, glaube ich, gerne mal mit dir tauschen. So, wäre auch super, wenn Tobias mit beiden was anfängt, so nach einer Partynacht. Ja, natürlich. Lass klar. Das nicht unsere Autoren. Habt ihr manchmal Probleme damit, bestimmte Szenen zu spielen, weil ihr selber nicht davon überzeugt seid? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ja, Probleme nicht. Und das, also bei mir ist es halt so, es hat ja nichts mit mir persönlich zu tun, sondern man muss es immer aus der Sicht von Easy nehmen. Ja. Und irgendwie muss man sich das dahin bauen, dass es dann passt, auch wenn es so absurd klingt. Ich würde auch sagen, das ist Teil unseres Jobs, dass wir, wenn wir irgendwie eine Szene lesen, so merken, das ist erstens nicht meine Rolle, die würde das nicht so sagen. Und zweitens, verstehe ich jetzt nicht so die Kausalkette, wie es dazu kommt, dann haben wir schon die Möglichkeit, da so ein bisschen einzugreifen, so ein paar Sätze umzustellen, ein paar Sätze wegzulassen, je nachdem, und können auch mit dem Regisseur zusammen etwas Neues aus der Szene machen. Natürlich können wir sie nicht komplett verändern, wir können jetzt nicht sagen, derjenige stirbt, das steht nicht in unserer Macht, aber wir können auf jeden Fall die Sprache anpassen, wir können so ein paar Gags mit einbauen, ja. Viele Sachen passieren auch am Set, genau. Und dann nimmt man die dann einfach so, wie sie passiert sind. Genau, die ergeben sich dann so in den Proben und dann übernimmt man das. So, wir haben noch 10 Minuten, also. Jetzt halten wir uns ran. Wir müssen ja alle gleich unter uns gucken, ne? Was wird aus dem Bütchen? Das musst du beantworten. Was wird aus dem Bütchen? Das steht noch. Also, das steht noch. Okay, also läuft. Das wird jetzt eine große Kette, das Büchchen. Ja. Das expandiert international. Und Easy wird richtig reich. Der wird richtig reich. Ja. Habt ihr eine Schauspielausbildung? Ich habe gerade Schauspielkurse belegt, aber ich habe keine Ausbildung. Ich mache den Job schon seit ich 11 bin, also jetzt schon 21 Jahre. Bei mir sieht es auch so aus. Also nicht seit ich 11 bin, aber. Bevor Ringo und Easy zusammengekommen sind, was war eure Lieblingsgeschichte, die die beiden Charaktere zusammen erlebt haben? Oh Gott, wir haben so einen Kreditkarten. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben so einen Kreditkartenbetrug gehabt. Das war eigentlich ganz cool. Ewig, ja. Da hatten wir auch ein Schulset, oder? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren wir da noch jünger. So, jetzt machst du mal weiter. Ich kann nicht lesen ohne Brille. Ja, stimmt. Immer gut, ne? Ja. Ich habe meine Ausrede. Ja. So, würde es in Zukunft mehr Pärchenszenen geben, also halt mehr Kuss- und Kuschelszenen. Ja, küssen tun wir uns eigentlich immer, wenn wir uns lieb haben. Ja, dann, aber manchmal kracht es halt auch. Wie ja, eben. Jeder guten aber umso schöner ist dann die Versöhnung. Ja. Dann nehmen wir uns in den Arm und haben uns ganz lieb. Manchmal sage ich, ich hasse dich. Aber es tut er nicht, weil er liebt mich. Also, easy. So, jetzt kommen hier schon wieder so viele Sachen, ich verliere komplett den Überblick. Ja. Also,
Was war eure Lieblingsszene zusammen? Die Frage hatten wir schon. Ja, genau. Welche Szene hat euch bis jetzt am besten gefallen? Hatten wir auch schon. Weiter, so. Weiter. Stopp. So. Die hatten wir schon. Was habt ihr mit euren Rollen gemeinsam zum Beispiel? Die haben wir jetzt. Kommt auch häufiger mal die Frage? Also ich bin tatsächlich so ein Gutmensch. Ich sehe immer das Gute in Menschen und bin naiv. Stimmt, leider. Stimmt. Lars ist ein Karma-Mensch. Aber ja. Das ist sehr schön. Ja. Und ich würde sagen, ich teile die Begeisterung für technische Geräte und kann jetzt zwar nicht hacken, aber ich kann so iPhones einrichten. Genau. Oder, ja, eben, oder wenn ich dann nachts oder was heißt abends um 20 Uhr ein Problem habe mit meiner Technik, mit meiner Computertechnik, dann kann ich ihn auch gerne anrufen und dann hilft er mir. Dann check ich es erst zu spät. Dann gehe ich leider ran. Ans Telefon. Und dann merke ich schon, so, wenn er so ganz aufgeregt redet und so ganz schnell so nach Hallo, wie geht's dir, so das Thema wechselt, dann merke ich schon so, scheiße, wärst du mal nicht rangegangen. Weil dann läufst du auch hinaus, dass ich 2 Stunden mit ihm irgendwelche Lachen über Remote Support mache. Aber das mache ich gerne. Ja. Finde toll, dass auch schwule Paare immer mehr im Fernsehen gezeigt werden. Ihr seid ein sehr authentisches Paar. Ringo ist ja bisexuell und Easy ist schwul. Aber ich finde auch gut, dass das gezeigt wird. Eben, das ist nochmal besonderer sozusagen. Letztens gab es ein Interview, in dem ihr von Anfeindungen aufgrund eurer Story gesprochen habt. Ist das immer noch so oder bekommt ihr mittlerweile mehr Verständnis entgegengebracht? Ja, es ist immer noch teils. Also es gibt solche Menschen und solche Menschen. Ne? So, genau. Sonst haben wir alles dazu gesagt. Ja. Wolltet ihr schon immer Schauspieler? Ich wollte Pilot werden damals. Pilot? Ja. Du kannst doch nicht mal ein paar Kommentare vorlesen, so schlechte Augen hast du. Wie willst denn du Pilot sein? Ja, Piloten haben auch eine Brille. Okay, so schlau ist er dann jetzt doch nicht. Ist das gut? Mach jetzt weiter. Die Leute wollen dich nicht lachen sehen, okay. Die wollen ihre Fragen beantworten. Okay. Sorry, Sir, es tut mir extrem leid. Also, was ist eure Lieblingsserie außer Unter uns? Unter uns ist unangefochten die Nummer 1, international. Das steht fest. Aber ich gucke auch gerne mal Game of Thrones. Das habe ich noch nicht angefangen, weil er gesagt hat, dann habe ich erstmal eine Woche kein Leben mehr. Ja. Aber ich habe Suits geguckt zum Beispiel. Suits ist geil. House of Cards. Großartig. Egal, was Kevin Spacey jemals getan hat. Seine schauspielerische Leistung, da muss ich leider mal eine Lanze für ihn brechen, ist unerreicht. Finde ich. Was er privat getan hat, sein Ding. Aber was er da abgeliefert hat, wirklich Bombe. Werden sich Andrea und Benedikt wieder vertragen? Das können wir leider nicht beantworten. Ich weiß es auch tatsächlich. Wir sind nur in unserer Geschichte drin. Ja, es gibt Menschen, die lesen nicht alle Drehbücher. Dann haben wir hier Timothy. Glaubst du, dass die Beziehung mit Easy Ringo zu einem besseren Menschen macht? Ja, das glaube ich. Ganz definitiv. Weil ich glaube, dass Easy genau weiß, wie Ringo tickt und auch diese Anzeichen erkennt, wenn es bei Ringo wieder so ein bisschen abdriftet in die andere Richtung. Also Ringo hat ja diese Fähigkeit, das eine zu tun und das andere als Image vor sich herzutragen. Ja. Das heißt, die meisten Leute checken gar nicht, was Ringo so alles treibt. Und ich glaube, Easy checkt das ganz genau, weil er ihn so gut kennt. Und er wird ihn damit auch nicht durchlassen. Der wird ihm jedes Mal wieder die Pistole auf die Brust setzen und sagen, Freundchen, so nicht, wir haben hier irgendwie eine Abmachung und ja. Ich dachte, wir vertrauen uns und was ist los? Und das wird, glaube ich, noch ganz schön knallen. Und es ist auch, ja, aber es ist schön für Ringo, jemanden zu haben, wo er sich halt fallen lassen kann, wo er wirklich so sein kann, wie er ist und jemanden an seiner Seite hat, der so ihn nimmt. Ja. Hey! Außer, ja. Ja, es wurde ganz gerade angeregt. Es wurde gerade angeregt, dass, bitte nicht schon wieder. Dass Patrick als Tobias, Rolle Tobias, nach einer durchzechten Nacht etwas mit Ringo und Easy hatte. Das ist ja Inzest. Stimmt, die sind Brüder. Die sind Halbbrüder, es geht gar nicht. Geht gar nicht. Können wir sehr gut auf das Thema wechseln. Wenn man mal in Urlaub fahren sollte, spricht da ja nichts gegen. Ja. Guck mal, und unsere Autoren direkt so eine Notiz. So, wo ist die Stadt, wo ihr euch momentan befindet? Köln. Köln. Hallo, ihr Verrückten. Ja, hallo. Kannst du es doch nicht lesen? Nee, ich kann es nicht lesen, aber das ist halt viel, deswegen sage ich so. Ja. Yeah. So, wir haben noch 5 Minuten.
Und dann müssen wir aufhören. Und nein, der Kotzmeister schreibt alle. Ja, das ist zum Glück schön. Super. Seid ihr Fußballfans? Haben wir auch schon beantwortet. Ja, wir sind Fußballfans. Konzentration. Jetzt keine Bundesliga, weil es ist ja nicht mehr spannend. Ne? Also ich meine, ja. Gewinnt halt der halt gewinnt. Immer chinesische Schriftzeichen. Ich kann leider kein Chinesisch. Mandarin, kein gar nichts mehr. Freunde. Yes. Aber WM und EM ist immer super. Das ist eine clevere Frage. In welcher Kategorie seht ihr euch in eurer Schulklasse? Ah. Wird andersherum gefragt. Wie siehst du mich in der Schulklasse und wie sehe ich dich? Also ich sehe dich als den... Als, es gibt immer diesen einen Typen, der mit allen Mädels befreundet ist. Und alle anderen Typen, die sind so neidisch auf den, weil der ist halt mit allen Mädels voll dicke und die reden mit ihm über ihre Probleme. Ich bin halt der beste Wingman. Und, so. Und ja, das ist so dieser Typ, der einfach dieses... Der hat nicht dieses, wie gehe ich an Mädels heran? Und das ist Lebens, glaube ich. Ja, und Timo ist so der typische Klassensprecher. Also er kann sehr gut mit Lehrern, aber er kann auch sehr gut mit den Schülern. Und das ist so ein Verbindungselement. Ich würde sagen, es hat eine Zeit gedauert. Die Leute, die in der Schule waren, würden sagen, nach hinten raus hat er die Kurve gekriegt. Ja. So, wie alt seid ihr beiden? Das ist natürlich eine unverschämte Frage. Ich bin 32. Ich dachte, wir haben letztes Mal mit deinem 25. Geburtstag gefeiert. Ja, das war ja vor 7 Jahren. Das ist schon ein bisschen her. Wie würdet ihr euch selbst beschreiben? 3 Eigenschaften. So, und dann machen wir auch Schluss. Nein, wir haben noch 20 Minuten. Dann müssen wir dran sein. Wir müssen in 20 Minuten drehen, aber ihr müsst bei uns gleich gucken. Ich muss halt mich umziehen. Ja. Achso, er braucht immer seine Zeit, die kleine Diva. Also, was sind die 3 Eigenschaften? 3 Eigenschaften. Von wem? Du, wie du dich selbst beschreiben würdest. Oh Gott, wie würdest du mich dann beschreiben? Okay, machen wir es gegenseitig. Ja. Verschlafen. Überpünktlich und liebenswert. Ehrgeizig, bedacht und ja. Du bist auch seriös. Ja, du bist auch seriös und loyal. Das ist schön. Ja. So. Wie ist es vor der Kamera zu drehen? Ist es schwer oder was sollte man vor der Kamera nicht machen? Man sollte nicht den Mund offen stehen lassen. Das ist immer nicht gut. Man sollte auch nicht anderen Leuten im Licht stehen, weil dann sind die immer so hell-dunkel, hell-dunkel. Und man kriegt ganz viel Ärger mit den Leuten von der Technik. Meistens steht er mir im Licht, weil er ein bisschen größer ist als ich. Und was man auch nicht machen darf, ist etwas abstellen. Wir haben liebe Grüße an Jochen an dieser Stelle. Ne? Ja, aber ne? Also wenn man so spricht und man, das geht gar nicht. Man muss erst die Tasse abstellen und dann weiterreden. Das ist besonders toll, wenn man einen längeren Monolog hat, den man kurz unterbricht, um den Gegenstand abzustellen. Argentina! Sollte ich sagen. Viel Spaß beim Drehen, Dankeschön. Ringhold vergessen wir zu sagen. Ringhold vergessen zu sagen, wie alt er ist. Kann man auch googeln, ich bin 27. Echt? Ja. Zum wievielten Mal? Schnauze. Gut, ist es schwer, den Text in meinem Kopf zu behalten? Für ihn ja. Für mich ja. Ich bin halt mega ein Impulsmensch. Ne? Also wenn Timo mir irgendwas sagt am Set. Also ihr Lieben, ich muss mich umziehen. Ja? Lars macht die Abmoderation, das kann er besonders gut. Wir sehen uns. Tschüss. Und viel Spaß bei unter uns. 17:30, in 6 Minuten geht's los. Genau, schaltet ein. Das war schon die Abmoderation. Sender. Siehst du?